Oh, Zahnräder werden hier unten gar nicht hergestellt. Die werden oben gegossen, ne? In einer nicht beschränkten Kiste wahrscheinlich. Nein! Ja, wo sind wieder alle? Aber na gut, den King weiter. Naja, ist okay. Mach einfach weiter. Ich klaue mal kurz so lange die Akkus hier, um die da rein zu tun, damit ich das hier zumachen kann. Einfach ein wenig arbeiten, um nicht an die Sorgen zu denken, die die Basis plagen. Da. Das hat echt sowas von Untergangsstimmung. So ein durchgeknallter Diktator in einer totalen Hightech-Welt, die langsam verkommt. Dann werden die Leichen der Gegner benutzt, um irgendwelche skurrile Forschung voranzutreiben. Und die Knochen sollen verbrannt werden, um Öfen zu füllen, um daraus Strom zu gewinnen. Und überall stehen Maschinen rum, die nicht wirklich funktionieren. Irgendwelche seelenlosen Apparate fliegen in der Gegend. Ja, ja. Und der Oberchef redet die ganze Zeit mit sich selbst. Keine guten Zeiten. Und der nächste kommt. 40 MB. Das ist jetzt aber nicht gut. Wir hatten doch schon mit den Steam Engine alleine an die 47 hinbekommen. Ist da jetzt doch wieder irgendwas kaputt? Ich dachte, ich hätte das mit den Fuel Blocks alles soweit. Nee. Es kommen nicht genug Fuel Blocks an. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zu den Fuel Blocks da hinten hin. Ja, oder das sind die zig hunderttausend Roboter, die ganze Zeit hin und her flitzen. Stimmt, Wasser wollte ich auch noch überprüfen. Da war auch irgendwas nicht richtig. Da. Also, sauberes Wasser ist genug da. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also es könnte daran liegen, dass die Rohre jetzt nicht so toll sind. Aber die laufen alle. Vielleicht da eine Pumpe zwischenhauen? Ja, das Schwanken ist ein bisschen eklig hier gerade. Gehst da runter, gehst da rum, gehst da hoch. Gehst da rein. Davor hätte ich eigentlich ganz gerne Pumpe. Wobei Pumpe heißt wieder Stromausfall, bedeutet da kommt nichts hin, ne? Genau, deswegen läuft das Ding da auch nicht. Ich muss ihn mal ganz kurz kappen, tut mir leid. Damit das wenige Wasser wenigstens hier ankommt und die Dinger mit Wasser versorgt, um Strom zu generieren, um die Pumpen wieder zu betreiben und, ne? Kreislauf des Todes. Genau, 48, das sehe ich gerne. Also läuft, 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 läuft. Die Pumpe brauche ich da allerdings. Sonst haut das nicht hin. Dreckwasser sieht da okay aus. Ach, hier oben hat man noch eine extra Leitung für Dreckwasser, ne? Genau, du bist allerdings nur eine Pumpe MK1. Mach mal eine Pumpe MK3 draus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft also auch wieder. Es wird aber nicht mehr. Es wird nicht mehr. Kriege ich wenigstens lila Chips inzwischen? Nö. Oh, Jungs, ihr macht mich fertig. Ich brauche doch lila... Oh, lila Chips. 3. Tu mich auch. Ich brauche lila Chips, um die da zu bauen. Ja, 12 Stück. Ich könnte sie jetzt von Hand zusammendrehen bei mir. Aber ich finde das gelinde gesagt ein bisschen... Ne? Was fehlt jetzt? Stahl fehlt. Ich krieg keinen Stahl. So, dafür brauchen wir jetzt wahrscheinlich auch recht viel Strom durch die ganzen Roboter. Naja, es geht. Wir verbrauchen insgesamt... Okay, 10 MW für aufgeladene Roboter. Dumm, dumm. So, Stahl. Es kommt kein flüssiges Stahl an. Warum kommt kein flüssiges Stahl an? Weil ich die abgedreht habe. So. Du, sobald gleich wieder Strom da ist, kriegst gleich wieder Carbon und machst dann auch wieder Stahl und dann können wir wieder alles andere machen. Okay. Und das meinte ich mit den umgedrehten Armen.
Sobald irgendwo Arme umgedreht ist, ist es vorprogrammiert, dass irgendwas dadurch kaputt geht und nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und viel zu viel Türme schießen. Wir sind auf 37 runter. Töte was auch immer. 278 schießen. Wie soll ich da... Es ist eine Herausforderung, Geogon. Sie ist also eine Herausforderung. Und wenn du die nächsten 10 Folgen jetzt am Strom rumbasteln musst, dann bastelst du die nächsten 10 Folgen am Strom rum. Hi. Ja, okay. Zwei Sachen erstmal. Erstmal, obwohl wir Krise haben und so, ich muss jetzt die Nacht wieder einstellen. Hatte ich das nicht? Oh, doch, die Zeit unten läuft, weil die Nacht kam nicht. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe Gamespeed genommen. Ich habe Always... Oh. So. Das könnte es erklären. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt auch wieder Nacht. Das heißt, die Solarzellen, die ich gebaut habe, werden jetzt nicht mehr so effektiv sein, aber sie werden immer noch ein bisschen was extra geben. Und das ist okay. So, also mach das hier nochmal dicht. So, so. So. Tötet die Viecher endlich. Wir haben keine Repair Packs mehr. Ein Problem nach dem anderen. Also wir haben keine Repair Packs, wir haben durchgehend Stromprobleme, wir bekommen nicht genug Fuel Blocks. Wasser hakt ab und an, Schwefelsäure war ein Problem. Zwei Könige. Sehr schön. Da helfe ich doch mal kurz aus. So. Ich bleib jetzt einfach hier stehen und töte alles, was hier in die Nähe kommt, damit die Türme nicht schießen. Wow. Mist, ich hab keinen Stahl. Ja, ich könnte bald die bessere Rüstung bauen. Dann töte ich einfach alle Basen in der Umgebung. Dann klappt das irgendwie. Oh genau, wie war's mit den Repair Packs? Die haben wir abgerissen, ne? Hatte ich die nicht neu aufgebaut? Nee. Anscheinend nicht. Schwefelsäure, Wasser, Strom, Solarzellen. Verbraucht ihr eigentlich Strom? Also für den Betrieb? Nee, ne? Gut. Viele Probleme. Ist egal. Ich hätte jetzt gerne eine Fabrik, die die Repair Packs wiederherstellt. Also nehmen wir einfach hier. Das war für die Module gedacht. Da noch welche hin? Aber warum nicht? So. Du machst jetzt bitte keine Module. Du machst bitte... Wo waren die Repair Packs mit bei? Hier. Advanced Repair Pack can only be used by Construction Robot MK1. Davon haben wir eine Menge. Ja, mach mal rote Chips. Haben wir echt genüge. Also, Iron Gear Wheel und rote Chips. Du bräuchtest eine Kiste. Eine Kiste. Ärmchen. Zahnräder und Rotchips. Du und du. 100. 100 und Kiste beschränken. Ein Stack erstmal. Kann später hier ruhig noch mehr werden. Und sollte es wahrscheinlich eine schnellere Fabrik sein, ne? Na, das sollte reichen. Okay. Seid an Arbeiten, seid am... Oh, Licht. Ja. Die Nacht ist wieder da. Ich mach einfach eine... Das war das Falsche. Das war kein Licht. Das ist das Licht. So, einmal hoch. Einmal runter. Hoch. Einmal runter. Müssen wir die Lichterkette auf den Dannenbaum. So. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und wenn wir dann irgendwann wieder Strom haben sollten, in dieser hochmodernen Welt, haben wir auch Licht. Schön. Ich will doch bloß Strom.
30, das ist viel zu wenig. Ja, aber wieder irgendwo wieder man schießt. Könnte das bitte unterlassen werden? Kommt da noch mehr von unten? Da ist eine neue Basis direkt vor der Haustür. Das ist auch. Ja. Die sind tot. Nee. Kriegen wir jetzt wieder mehr? Nö, schießen immer noch wie viele Türme? 111. Macht es tot. Wir haben keine Zeit für so einen Spielkram. Hm, bau bitte. Schon wieder Tag? Und hier immer noch kein Stahl. Doofen Roboter. Also ja, Tag- und Nachtwechsel scheint ein bisschen zu schnell zu sein. Muss ich nachher nochmal gucken bei der GameSpeed. Jetzt habe ich aber keine Zeit mit der Lua-Konsole umzubasteln. Ich muss laufen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Da. Warum zum Teufel? Ja, nicht genug Strom. Ich bin sowas von nicht nur... Hör auf mit den allen. Vivi. Okay. Ich mache jetzt alles total durcheinander. Und die Regierung der Zukunft wird fluchen und jammern und was weiß ich. Und überall werden Fehler sein, aber ich krieg's nicht anders hin. Ihr forscht eh gerade nicht. Die hier auch alle weg. Ihr verbraucht nämlich auch Strom, ihr habt auch Produktivitätsmodul drin. Ihr nicht, ihr seid gar nicht aktiv. Ihr arbeitet gar nicht, oder? Nö. Nö. Könnte ihr auch nicht mehr, weil keine Leichen gleich verarbeitet werden. Das ist gut. Dann Kupfer, da unten. Habe ich inzwischen genug Water begonnen für... Was da unten? Water begonnen, da. Irgendwo, wo Wasser abgezapft wird? Nö. Zack. Gut. Und ja, das habe ich jetzt gemacht, weil ich nicht außen rumlaufen musste. Weg, 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 weg. So. Was sagen unsere Eisen- und Kupferreserven? Wir haben fast kein Eisen mehr. Da wird noch ein ganz klein bisschen produziert. 1,7 MW. Nö, 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 komm, komm. Mach den da raus, tu den wieder rein, aber gib ihm kein Eisen mehr. Das geht so nicht. So, okay. Okay, okay, okay. Krieg langsam wieder Stahl? Nein. Sind zufällig alle Roboter ausgelastet? Nein. Also klappt irgendwas mit dem Stahl nicht. Wozu brauche ich gerade grüne Chips? Wir haben keine Forschung. Das heißt, momentan werden grüne Chips nur zu rot und zu blau und so weiter verarbeitet, um irgendeine Kiste zu füllen, die nicht auf Max steht. Und wenn das durch ist, dann dürfte eigentlich nichts mehr produziert werden. Wenn ich nichts herstellen lasse... Müsste nichts produziert werden. Okay, das macht keinen Sinn, das ist das Gleiche. Aber ich denke, ich... Ihr wisst, was ich meine. Ich lasse jetzt einfach alle Kisten sich füllen und dann... dürften keine Ressourcen verbraucht werden. Weil halt nicht geforscht wird. Oder sehe ich das falsch? Gibt es immer was, was durchgehend läuft? Ja, die Ölgeschichte, aber... Ja, gut, ich gucke erstmal bei den Fuel Blocks, ob das inzwischen alles einigermaßen okay ist. Nö, ist nicht. Es läuft aber durchgehend. Mit Vierer-Modulen. Warum? Was? Nicht rauf. Nimm das einfach weg. Genau. So, macht da auch einen. Und dann kriegen die gleich nichts ab, ne? Ja, du musst eigentlich andersrum sein. So, gucken wir mal ganz kurz, ob sich das einigermaßen hält. Ihr macht mich fertig. Ich könnte Türme abbauen an Stellen, wo wir nicht angegriffen werden, aber wie man sehen kann, ist das dezent problematisch. Wir werden nämlich überall angegriffen.
2 MW inzwischen schon. Okay, jetzt ist wieder Nacht, jetzt ist es gleich weg. Wenn ich doch nur mehr Stahl hätte. Was sagt die Schwefelsäure inzwischen? Sie wird gleich kein Eisen mehr bekommen, weil wir kein Eisen mehr haben, ne? Huh? Ja, Schwefelsäure ist aber alles gut. Sehr gut sogar. Warum dann keine lila Chips? Und kein Stahl? Weil kein Eisen. Keine Lava. Ich komme nicht mehr hinterher. Ernsthaft? 1600 Lava, ja, haben wir keine mehr. Weil wir keine 1400 Lava mehr haben, weil das eine Ding ja wahrscheinlich leer ist. Licht aus. Geothermalextraktor. Raus. Ich brauche Lava. Habe ich den. Warum? Blaue Chips stellen wir doch auch inzwischen unten her. Es ist gerade sehr schwierig. Vor allem, weil es vorher gerade so gut gelaufen ist. Das ist jetzt ein richtiger Schlag ins Gesicht mit gleichzeitigem Tritt. Ja, ja. Und ich kann nicht einfach bei einer Sache dranbleiben und die fixen. Es geht nicht. Weil um das Energieproblem zu fixen, müsste ich die gelben Boiler bauen. Die gelben Boiler kann ich nicht bauen, weil ich keine, nicht genug Stahl habe, nicht genug Rubber und die anderen Sachen werden auch mit der Zeit problematisch. Solarzellen laufen nur die Hälfte der Nacht, bräuchten auch wieder Stahl. Habe ich auch wieder nicht. Stahl, um das zum Laufen zu bekommen, müsste ich jetzt die komplette Lava-Geschichte wieder anschmeißen. Außer ich stelle unten die Maschine wieder an. Ja, also ich kann unten die Fabrik, die Schmelze wieder einstellen, aber die produziert zwar Stahl, aber zu horrenden Strompreisen. Das wärst du. So. Da. Prinz, ja, kein Strom. Und so schaffe ich es nicht mal, die Lage zu halten. Momentan ballern wir alles an Ressourcen, was wir auf Vorrat hatten, weg. Davon ist bald nichts mehr übrig. Dann ist vorbei. Dann haben wir irgendwann nicht genug Strom, um die Türme alle zu betreiben. Dann kommen die Beißer durch und zerfetzen uns. Und die ganze Zeit, wo wir darauf hinarbeiten, bin ich die ganze Zeit nur am Fixen. Aber es reicht nicht. Das ist gerade das Untergangsszenario, das mir durch den Kopf geht. Wie kann ich das beheben? Ich hätte nicht auf Roboter setzen sollen. Aber das konnte ich nicht wissen. Ich konnte nicht wissen, dass das Spiel so sich sehr verändert. Hätte ich zu Beginn dieser Staffel gewusst, wie sehr sich Dytek verändert, hätte ich ja alles sofort anders gemacht. Ich hätte dann mehr auf wieder Fließbänder gesetzt, weil die Stromversorgung zu hart ist. Ich hätte mehr auf die anderen Module gesetzt. Es ist zu sehr Patchwork. Aber ne, ich lasse mir die unterkriegen. Die nächsten Folgen werden jetzt ein wenig wahrscheinlich langweilig sein, weil ich immer nur das Gleiche mache. Ich werde jetzt versuchen, mehr Strom durch Steam zu bekommen, mehr Strom durch Solaranlagen, zwischendurch hin und her laufen und ein paar Gegner töten, die vor den Türen stehen, um Energie zu sparen. Dann... Was kann ich noch machen? Also ja, fixen. Sachen fixen. Sobald irgendeine Ressource zu knapp wird, wie jetzt habe ich gerade Stahl oder gleich auch Eisen, werde ich die Maschine wieder anmachen. Dann haben wir wieder einen höheren Stromverbrauch, dann werde ich wieder mehr, ne? Dafür sorgen wir müssen, dass wir Strom haben. Und so geht das halt reihum. So lange, bis ich es irgendwann schaffe, Lust zu machen. Oder der Feind gewinnt. Eins von beiden. Jetzt speichere ich aber erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.